wunderschönen guten Morgen mit James Blunt und dem tollen Hit 1973. RTL Radio, die besten Hits im besten Mix. Generationen haben ihn geliebt. Kennen Sie das auch noch? Sonntagmorgens 7:30 heimlich aus dem Kinderzimmer schleichen, ins Wohnzimmer, Fernseher an und dann... Launebär. Das ist sicherlich Matti Krings bekannteste TV-Sendung, ein Kindheitsheld für viele und unser ehemaliger RTL-Radio-Kollege. Und deshalb freue ich mich auch so, dass er heute bei uns im Studio ist mit Tickets für Sie. Der verrückte Ticket-Regionalmonat bei RTL Radio. Genau so sieht's aus. Einen ganzen Monat lang gibt's jeden Morgen Tickets für die besten Events der Region bei uns. Das alles freundlich zur Verfügung gestellt von ticketregional.de. Und heute geht's um die Saar-Hunsrück-Literaturtage. Ende August bis Anfang September bei Hermeskeil. Und dazu begrüße ich Matti Krings. Schön, dass du bei mir im Studio bist. Charlene, für dich würde ich auch mitten in der Nacht aufstehen. Ach, schön gesagt. So, Matti, die Saar-Hunsrück-Literaturtage stehen ja an. Wie kam es, dass du da mitmachst? Da hängt auch ein Stück Herzblut dran, oder? Ja, natürlich. Ich stamme aus der Region und als ich gehört habe, Saar-Hunsrück-Literatur, das hat mich sofort gefangen. Also habe ich gesagt, da mache ich mit. Das glaube ich dir. Dann noch mit so einer traumhaften Kulisse auf der Burg Grimburg bei Hermeskeil. Und es wird ja auch auf keinen Fall einseitig. Es gibt Literatur, Musik und Kunst. Fangen wir doch vielleicht mal mit der Literatur an. Wen konntet ihr denn da so verpflichten? Also richtig namhafte Autoren. Andreas Altmann, Träger des Egon Erwin Kisch Literaturpreises. Dann Günter Wallraff kommt sogar. Der ist ja nicht unkompliziert, der Mann. Philipp Möller, Valeska Rheon und... Das Ganze hat Tim Kohlei zusammengestellt, das ist der Manager der Literatur- und Tour-Geschichte und der hat diese Stars, wie soll man sagen, in den Hunsrück gelockt und ich sag dir eins, die werden da bleiben wollen, weil die Atmosphäre auf der Grimburg ist herrlich. Definitiv. Gehen wir weiter mal zur Musik. Wer kommt denn da so? Oh, da freue ich mich besonders drauf. Man will es nicht langweilig haben, weißt du, immer nur vorlesen, das ist ja auch nichts. Und dann macht die Musik, gibt so ein bisschen das Fünkchen Salz da rein. Da sind große Namen dabei. Thomas Kiesling ist ein bekannter Star-Tenor aus Trier, kennt in der Region jeder. Daniel Bukowski Band, Groove Improv, Kevin Staud, Evan Stevens Band. Das ist der, der macht eine herrliche Musik, so wie Cat Stevens. Wenn du die Augen schließt, meinst du hörst Cat Stevens. Dann die Heidweilers, Who's Next und Just the Way It Is und Maike Garden. Das ist eine Teilnehmerin des Eurovision Song Contests und mehrfache Preisträgerin des Deutschen Rock-Pop-Preises. Aber was rede ich lange? Wir haben doch einen kleinen Ausschnitt da, stellvertretend für alle Künstler. Hören wir mal rein. Sehr gerne. Ton Glamour in Andrame Mata Tomoko Frémira sous t'aimer. Schön, das klingt vielversprechend. Also das Musikprogramm auf jeden Fall auch 1A, aber da wollen wir natürlich auch nicht die Künstler noch vergessen. Richtig. Nehmen wir zuerst mal einen, der seinen Senf dazu gibt. Das ist Robert Erzig, ist ein Comedian. Aber ich weiß, was gemeint ist. Es sind die Künstler Franz Binsen, Andreas Hamacher, Doro Reichert, Michael Knospert. Nein, die lesen nicht. Die malen oder sie haben Skulpturen ausgestellt und Lichtinstallationen. Es wird interessant. Auf jeden Fall. Das alles vom 30.08. bis zum 1.09. Das heißt, übers Wochenende 3 Tage lang auf der Burg Grimburg bei Hermeskeil von 10 bis abends in die Puppen. Und ein riesengroßes Kinderprogramm geht auch noch an den Start. Danke dir, Matti, erstmal für die Infos. Ich freue mich sehr und ich rechne damit, dass wir uns alle sehen. Ja, auf jeden Fall. Schon mal die beiden, die jetzt gewinnen. Denn sie haben jetzt die Chance, 2 Tickets für die Saar-Hunsrück-Literaturtage zu gewinnen. Jetzt einfach anrufen und in die Leitung 3 kommen. 00352 1331. Rufen Sie mich jetzt gerne an. Tickets for free für 3 Tage voller Entertainment. Zusammen mit ticketregional.de. Luxemburg und die 1331. Und ich sag jetzt schon mal, toi. Viel Glück, bis gleich. Time to get up that creepy hue of hope for a destination. Absolut genialer Hit. What's up? RTL Radio, die besten Hits im besten Mix. Wir haben es 9:09. Und eben haben wir zusammen gefrühstückt mit einem der Kindheitshelden von Ihnen.
Richtig, Matti Krings, ehemaliger RTL-Radio-Kollege und der lila Launebär mit seiner bekanntesten TV-Show, war gerade hier und hat uns zwei tolle Tickets hinterlassen, die Sie genau jetzt gewinnen können. Der verrückte Ticket-Regionalmonat bei RTL-Radio. Einen ganzen Monat lang verschicken wir hier Tickets für die besten Events der Region und heute geht es um ein ganzes Wochenende Spaß vom 30. August bis zum 1. September, die Saar-Hunsrück-Literaturtage auf der Burg Grimburg bei Hermeskeil. Ihre Tickets, die kriegen Sie ganz einfach bei ticketregional.de, bei uns im Ticketshop auf rtlradio.lu oder jetzt vielleicht auch hier. Und dazu schalten wir uns zu Nadine, die heute in Gehweiler, also knapp so 5 Kilometer von der Grimburg entfernt, mit uns zusammen schwitzt. Grüß dich! Ja, hallo Charlene! So, liebe Nadine, erstmal vorneweg, es ist ja ein super heißes Wochenende, da haben wir gesagt, okay, heute bekommen alle von uns Abkühlungen ohne Ende. Du hast die Qual der Wahl. Magst du lieber eine Dusche mit den Füßen ein bisschen im Wasser plätschern oder einen Sprung ins kalte Wasser? Wenn, dann direkt den Sprung ins kalte Wasser. Okay, Achtung, hier kommt er. Zieh dir schon mal das T-Shirt aus und so, damit nichts nass wird. Bitte. Sehr gut. Okay, Nadine, also abgekühlt sind wir. Jetzt können wir die Gemüter wieder ein bisschen erhitzen. Denn du hast ja die Chance, zwei Tickets für die Saar-Hunsrück-Literaturtage zu gewinnen und Matti Krings zu erleben. Was löst das so für Gefühle in dir aus? Ah, das sind schon Erinnerungen an die Kindheit. Lila Launebär. Und das war einfach ein fester Bestandteil vom Wochenende. Und es ist einfach irgendwie so ein bisschen Nostalgie. Ach toll. Dann soll ich dir was verraten? Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Oh, super, danke schön. Da freue ich mich. War sehr schön. Du gewinnst zwei Tickets für die Saar-Hunsrück Literaturtage bei Hermeskeil vom 30. August bis zum 1. September. Oh, vielen, vielen Dank. Sehr schön. Sehr gerne. Dann hab noch einen schönen Tag. Komm gut durch die Hitze und bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Und wenn Sie sagen, oh Mist, da wollte ich doch auch gerne hin, am Mittwoch spielen wir nochmal um zwei Tickets. Und bis dahin gibt's hier jeden Tag die Chance auf Tickets für die besten Events der Region. Einschalten, mitmachen und gewinnen. Viel Glück.